Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier heute mal wieder ein richtig cooles technisches Gadget bei mir, wo ich mir gedacht habe, hey, da habe ich verdammt Bock, ein Video drüber zu machen. Und zwar haben wir hier das Blackmagic Atom Mini. Wer nicht weiß, was das Ganze ist, das ist ein kleines Bildmischer-Panel. Normal macht Blackmagic dieses extreme, riesige Profi-Equipment-Bildmischer-Panel, mit dem man extrem große Live-Übertragungen möglich machen kann. Aber jetzt hat Blackmagic dieses gute Teil hier auf den Markt gebracht und ich muss wirklich sagen, es war ein extrem kluger Schachzug, denn Bildmischer-Panel gibt es entweder in extrem groß, extrem teuer für Profi-Anwendungen oder es gibt einfach keine unten in dem, ich sag mal, Semi-Profi-Bereich. Aber mit diesem Teil hier hat Blackmagic echt was verdammt Geiles auf den Markt gebracht. Und dieses Teil hier gibt es einfach für nur 345 Euro zu kaufen. Das ist extrem gut, was ihr mit dem Teil alles für Möglichkeiten habt, was ihr damit alles machen könnt. Und das möchte ich euch in dem Video zeigen. Zusätzlich möchte ich später auch nochmal einen kompletten Livestream-Aufbau mit diesem Teil machen. Ich habe verdammt Bock, Freunde. Seid einfach gespannt. Okay, ihr merkt schon meine Vorfreude und mein Enthusiasmus für dieses Gerät, Freunde. Ich bin wirklich mega on fire. Aber fangen wir nochmal vorne an, für die, die nicht genau wissen, was ein Bildmischer-Panel eigentlich ist. Und zwar, wenn ihr beispielsweise was mit ganz vielen Kameras aufnehmt, nehmt ihr diese ganzen Aufnahmen, ladet die später in euer Schnittprogramm rein, synchronisiert die und könnt dann schneiden, mal diese Kamera, wie ihr möchtet. Und Bildmischer-Panel sind eben für Live-Übertragungen gedacht, weil dort habt ihr eben nicht die Möglichkeit, eure Aufnahmen in ein Schnittprogramm reinzuziehen, sondern ihr habt hier die Möglichkeit, an das Bildmischer-Panel hier hinten, wie ihr schon seht, mit ganz vielen HDMI-Anschlüssen, mit ganz vielen Kameras in dieses Bildmischer-Panel reinzugehen und habt dann eben hier Tasten 1, 2, 3, 4. Dieses Bildmischer-Panel erlaubt eben euch maximal 4 Kameras. Auf die Tasten könnt ihr dann klicken und auf diese Kamera wird dann jeweils im Livestream geswitcht. Ebenso habt ihr auch noch die Möglichkeit, mit 2 Mikrofonen bzw. zweimal Line-In-Sound zusätzlich reinzugehen. Ansonsten hat dieses Bildmischer-Panel sogar einen Chroma-Key eingebaut. Das heißt, ihr könnt Greenscreen hier drüben beispielsweise benutzen. Ihr könnt eine Bild-in-Bild-Funktion benutzen, was eben auch cool ist für beispielsweise Gaming-Livestreams. Ihr könnt einmal einen Video-Feed von einem PC bekommen mit einem Spiel und könnt dann hier mit der Bild-in-Bild-Funktion beispielsweise eine Facecam oder so einblenden. Und ansonsten natürlich hier einen Hardcut oder weiche Übergänge erlaubt euch das Bildmischer-Panel auch. Aber, jetzt kommt der große Aber-Punkt. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, Blackmagic baut diese extrem großen, professionellen Bildmischer-Panel. Und diese extrem großen, professionellen Bildmischer-Panel werden mit einem Computer verbunden und auf dem PC läuft dann nochmal eine Software, die euch nochmal viel mehr Möglichkeiten bietet. Und das Coole an dem Ding ist hier, das ist das kleinste Bildmischer-Panel in der Blackmagic-Reihe, aber es funktioniert mit derselben Software, die auch die großen Bildmischer-Panel benutzen. Das heißt, ihr habt mit dem Ding nochmal so viele Möglichkeiten mehr. Ihr könnt Einblendungen machen, ihr könnt eure Audio nachträglich bearbeiten mit Equalizer, dies, das. Ihr könnt dieses Ding ins Netzwerk hängen und könnt mit mehreren Leuten auf dieses Bildmischer-Panel zugreifen. Der eine kann Audio machen, der andere kann Kameras switchen, der andere kann Sachen einblenden. Also es ist wirklich krass, was dieses Teil eben für Möglichkeiten hat. Und was ich eben auch schon gesagt habe, normal gibt es diese Bildmischer-Panel im Profibereich, wo ihr die ganzen Kameras mit SDI anschließt. Und nehmen wir jetzt hier beispielsweise meine 90D oder hier oben auch meine Lumix G81. Die sind natürlich nicht so professionell, dass die einen SDI-Ausgang haben. Und deswegen haben wir eben hier an dem Bildmischer-Panel, wie gesagt, HDMI. Das liegt eben so im, sag mal, Semi-Profi-Bereich. Und das ist eben das Geile, dass es in diesem Bereich ein Bildmischer-Panel mit dieser Ausstattung, was ihr damit alles machen könnt, noch nicht gab. Und dieses Teil hier ist eben schon verdammt geil. Ihr merkt also schon, ich kann euch wirklich ewig lang über dieses Teil irgendwas erzählen. Und gerade ich als so ein kleiner Technik- und auch Kameranerd, für den ist das hier wirklich das Paradies pur, Freunde. Und deswegen wollen wir jetzt, wie gesagt, auch mal einen kleinen Livestream-Aufbau machen. Denn ich habe von meinen ganzen Freunden ja hier die Lego ISS zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ihr habt gemeint, ich soll die in einem Livestream anstatt in einem Video aufbauen. Und normal streame ich ja mit meinem PC hier, wo ich meinen mittleren Monitor habe, wo ich dann drauf spiele, habe meine Lumix hier oben, meine G81 als Facecam und stream ganz normal eben über OBS. Und ich habe mir gedacht, hey, für so einen Livestream, wo man ja nur Kameras braucht, gar kein PC-Bild, da bietet sich das doch mal extrem gut an, das ganze Teil hier mal auszuprobieren. Denn jetzt kommen wir auch noch zum Vorteil, was ich noch gar nicht gesagt habe. Dieses Teil hier hat einen USB-C-Ausgang, das heißt, ihr könnt es mit USB-C an euren Computer anschließen. Und das extrem Gute ist, euer Computer, egal welcher, erkennt dieses Bildmischer-Panel wie eine Webcam. Das heißt, das klingt jetzt erstmal nicht spannend, aber das hat ein paar extrem große
Vorteile. Denn erstens, ihr braucht keinen krassen PC am Ende mehr, der den ganzen Stream encodet. Denn dieses Teil hier übernimmt den kompletten Encoding-Vorgang vom Stream. Wir haben hier die maximale Möglichkeit von 1080p mit 60 FPS, also kein 4K, aber ich denke mal 1080-60 reicht für einen Livestream auf jeden Fall vollkommen aus. Und wie gesagt, das ganze Encoding findet hier drin statt. Das heißt, nur noch ein Kabel führt zu eurem PC. Über dieses Kabel könnt ihr das Ding steuern, inklusive euer Videofeed kommt in den PC. Und YouTube hat ja auch beispielsweise die Möglichkeit, direkte Webcam-Livestreams zu machen. Also ihr müsst nur auf die Webseite gehen von YouTube, eure Webcam auswählen und das Videobild wird dann automatisch zu YouTube hochgeladen. Das heißt, ihr braucht nicht mehr umständlich, sage ich mal, über OBS beispielsweise gehen oder XSplit, was es da noch so für Programme gibt. Weil, wie gesagt, dieses ganze Teil hier schon das Encoding vom Stream übernimmt. Und das macht es natürlich mit so einem Webcam-Livestream extrem einfach zu streamen. Das heißt, ich werde euch jetzt mal mitnehmen und euch zeigen, wie ich meinen ganzen Livestream aufbaue, um dann eben im Livestream die Lego ISS hier aufzubauen. Mein Plan ist es, hier an die Kamera 1 diese Kamera hier zu hängen, die Canon EOS 90D. Die wird dann auch, so wie sie jetzt ungefähr dasteht, mich filmen. An Kamera 2 kommt dann hier die Lumix G81, die wird dann über den Tisch gehängt, dass sie das Ganze von oben eben filmen kann. Und ich habe mir gedacht, wir beginnen erstmal mit zwei Kameras, denn ihr müsst bedenken, normal bei einem großen Livestream, wo man beispielsweise 8 Kameras hat oder so, bei so einem Multicam-Livestream, hat man ja immer eine eigene Live-Regie. Und die Sache ist, dass ich den Stream mache und auch gleichzeitig noch die Kameras umswitchen muss. Deswegen dachte ich mir, wir probieren erstmal mit zwei Kameras aus. Dann haben wir einmal eine Kamera, die mich filmt, eine Kamera, die den Tisch von oben filmt. Und wir können ja dann auch beispielsweise den Tisch von oben filmen lassen und dann hier mit der Bild-in-Bild-Funktion auch noch mich oben in der Ecke oder irgendwo in der Ecke klein einblenden dazu. Als Mikrofon werde ich das benutzen, was auch hier gerade auf der Kamera sitzt. Das Rode VideoMic, das hat ja ganz normalen Klinkenanschluss und kann ich dann eben hier hinten gerade mit einem Audio-In in das Bildmischer-Panel reingehen, muss dann eben in der Software für das Atem hier dann noch einen Equalizer und alles einstellen, dass sich das natürlich auch ein bisschen besser anhört als nur die reine RAW-Audio. So ist erstmal das Kamera-Setup, dann kommt natürlich noch mein MacBook dazu, wo dann das Bildmischer-Panel eben, beziehungsweise der Video-Feed vom Bildmischer-Panel in mein MacBook geht und auf dem MacBook, beziehungsweise vom MacBook aus, wird der Stream dann zu YouTube geschickt und auf meinem MacBook habe ich dann noch den YouTube-Chat, dass ich das natürlich alles lesen kann. Klingt nach ein bisschen Arbeit, das heißt, ich würde sagen, wir machen uns direkt mal ran und ich zeige euch natürlich auch, wenn alles aufgebaut ist, wie alles verkabelt ist und wie ich alles eingestellt habe. Und das Setup ist fertig aufgebaut, Freunde. So sieht das Ganze hier aus meiner Sicht aus. Ich werde euch das Ganze einmal erklären. Hier logischerweise angefangen mit dem Tisch, an dem werde ich dran sitzen und dann hier liegt auch schon bereit die ISS, die wird logischerweise im Livestream aufgebaut. Zu meiner Linken befindet sich dann hier einmal das Atem inklusive mein MacBook, das mit der Atem Software schon verbunden ist und wo dann auch später im Falle des Streams der Chat drauf angezeigt wird. Wie gesagt, hier das Atem, hinten schon die ganzen Kabel, alles verbunden und hier kann ich dann eben meine ganzen Kameras switchen, beziehungsweise nur 1 und 2, weil ich in dem Fall nur 2 Kameras habe. Hier oben meine beiden Mikrofoneingänge, hier habe ich mein Mikrofon schon angeschlossen, das sitzt auch hier oben und nimmt dann eben gut mein Audio auf, dass man mich im Livestream auch schön hört. Und da kann ich eben hier sagen, Kamera 1, Mikrofon an, könnte es hier mit den Tasten neu einpegeln und hätte hier sogar noch meinen Bild-in-Bild-Modus, wo ich dann beispielsweise hier die Kamera von oben zeigen kann, inklusive die Kamera, die mich filmt. Die sitzt hier vorne, das ist jetzt nur, um euch zu demonstrieren, meine alte Canon EOS 700D. Im Falle des Streams wird natürlich diese Kamera hier sitzen, weil die da auch einen cleanen HDMI-Output hat. Und dann, wie gesagt, habe ich hier schon die Atem-Software offen und ich könnte eben hier beispielsweise auch auf Cam 2, 3 oder 4 klicken. Also in der Software passiert wirklich dasselbe wie hier
die physikalischen Tasten auf dem Atom. Und dann kann ich auch noch hier ganz unten auf Audio gehen und sehe dann hier meine ganzen Audio-Eingänge eben viermal, was über die HDMI-Ports hier hinten, über die Cams in das Atom reingeht und dann eben noch zweimal nebendran rechts meine Audio-Eingänge hier hinten am Atom und am Ende mein Master. Und hier seht ihr auch schon, das eine Mikrofon, das hat hier einen guten Ausschlag. Das ist wie gesagt das Mic, was hier oben hängt. Und nebendran hängt dann hier meine Lumix G81. Die wird den ganzen Tisch von oben filmen. Ungefähr so, bisschen näher noch, dass man hier das Atom eben nicht sieht. Und dann wie gesagt die eine Cam hier vorne, die mich filmt. Aber jetzt habe ich hier aktuell noch gar keinen Videofeed, wo ich wirklich sehe, was gerade die Kameras aufnehmen, was gerade an den Stream geschickt wird. Und zwar hat das Atom hier hinten noch einen extra HDMI-Output, an dem man nur einen Monitor anschließen kann. Und das Coole ist, dort hängt mein Fernseher und den habe ich an das Atom angeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Cams switche auf 1 und 2, sehe ich das immer hier. Und dieses Bild, was ich dort sehe, das wird auch immer an euch dann über mein MacBook an den Livestream an YouTube gesendet. Und dann kann ich beispielsweise hingehen und sagen, ich möchte Kamera 2, das ist die von oben, und dann hier noch Bild in Bild. Und für Bild in Bild habe ich ausgewählt, dass immer die Kamera 1 dann klein angezeigt wird. Und das heißt, wenn wir jetzt hier zu dem Fernseher gehen, haben wir jetzt einmal von oben die ISS, inklusive dann hier klein in der Ecke noch mich, wo man mich dann eben sitzen sieht. Das kann ich über die Atom-Software natürlich auch alles einstellen, in welche Ecke erstens und natürlich auch, welche Größe ich diese zweite Cam hier oben angezeigt haben möchte. Nur das einzigste Problem, was ich aktuell noch habe, ihr seht, die ISS liegt falsch rum im Kamerabild da, aber wenn ich hier zum Tisch gehe, liegt sie richtig rum da. Ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert, die Cam hier oben über die Atom-Software um 180 Grad zu drehen oder ob ich die Cam eben andersrum montieren muss, dass sie das Ganze richtig rum aufnimmt, weil falschrumes Bild im Livestream wäre für euch natürlich nicht so gut. Aber so sieht das Setup erstmal aus. Hier natürlich dann auch noch die Softboxen am Start. Die werde ich wahrscheinlich noch ein kleines bisschen näher an den Tisch ranstellen. Aber so sieht das Ganze eben von meiner Perspektive aus. Und für euch wird es dann so aussehen aus der Perspektive. Hier werde ich sitzen und die gute ISS zusammenbauen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe verdammt Bock. Ich habe die jetzt schon seit 2-3 Wochen hier in meinem Zimmer rumstehen, weil ich die da zum Geburtstag bekommen habe. Und für mich wird der Livestream morgen stattfinden. Also ich bin mega hyped, bin auch mega gespannt, wie das Ganze eben hier mit dem Atom funktionieren wird. Ob das gut funktioniert, wie so die Handhabung ist. Aber ich denke mal, Blackmagic hat auf jeden Fall schon was Gutes gebaut. Die haben ja schon einiges an Erfahrung. Aber sonst habe ich ja wie gesagt immer über meinen PC gestreamt. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie das über das Atom funktionieren wird. Wie gesagt, für mich wird der Stream auch erst morgen stattfinden. Das heißt, falls ihr das Video hier seht und beim Livestream sogar dabei wart, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr es empfunden habt, wie der Stream für euch war, ob es cool war. Ich habe ja bis jetzt auch noch eigentlich nie wirklich so einen Real-Life-Stream gemacht. Ich streame ja sonst immer hauptsächlich eigentlich Gaming. Deswegen, wie gesagt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten aber auch, wenn ihr mehr Bock habt auf solche Technik-Videos, ihr wisst, ich liebe solche Sachen über alles und ihr mehr Bock drauf habt, schreibt mir das auch in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert vor allem den Kanal, um kein weiteres Video mehr in der Zukunft zu verpassen, liebe Freunde. Ansonsten checkt auch gerne noch ein anderes Video aus und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao!